Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Buffler, aber ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Wir stehen hier vor der Apotheke und gehen jetzt mal kurz durch. Komm mal mit rein. Ah, das ist die Apotheke. Wir haben hier zum Beispiel auch Bildschirme neu dazu bekommen. Das ist mit Touch-Monitor. Auf jeden Fall ist das unser Raum, wo die Kunden bedient werden. Und wenn es mal ein bisschen intimer wird, haben wir hier speziell unseren Beratungsraum. Aber jetzt zeige ich euch mal ein bisschen mehr von der Apotheke und was innen drin sozusagen stattfindet. Kommt mit. So, jetzt gehen wir in die Rezeptur. Die Rezeptur ist das Herzstück für die individuellen Anforderungen von der Apotheke. Das heißt, wir haben hier eine Maschine, die nennt sich Topitec. Da wird im Endeffekt die Salben gerührt. Früher, oder machen wir heute noch, aber es ist so, dass normalerweise damit heute gerührt wird, aber früher kennst du noch mit Pistill und das ist heutzutage nur noch selten, wenn es wirklich sehr, sehr schwierig wird. Aber ansonsten wird dieses Gerät benutzt. Das ist eigentlich relativ cool, ja, weil es im Endeffekt die Arbeit für uns sehr erleichtert. Ja, und hier muss man natürlich auch mit Kittel das Ganze machen und Mundschutz. Aber das ziehe ich jetzt alles nicht an. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Ja, hier hinten drin ist die Arbeitsfläche, wo gearbeitet wird. Und ich wollte euch nur mal zeigen, leider müssen wir sehr viel dokumentieren. Das werdet ihr kennen, das sind die ganz normalen Apothekerschränke. Wir haben da einen schönen Leuchtturm gemacht, weil unser Motto ist Leuchtturm der Gesundheit. Und das kannst du sehr schön ausziehen und ist für die schnelle Belieferung sehr, sehr wichtig. Kühlschrank haben wir, ich glaube, 6 Kühlschränke und einen großen Kühlraum. Und da müssen wir immer dokumentieren, wie ist die Temperatur. Das wird hier oben auch gemacht. Das sind Spezialkühlschränke, so Mediline-Kühlschränke. Und da sind dann im Endeffekt die ganzen kühlpflichtigen Medikamente zwischen 2 und 8 Grad müssen die gelagert werden drin. Dann kommt mal weiter mit. So, jetzt kommen wir in die Schaltzentrale der Apotheke. Und es ist so, dass hier unser Einkauf sitzt. Das heißt, wir müssen ja die Ware besorgen für die Patienten. Und die hier sitzen, sind, sage ich mal, Herz und Gehirn für die Apotheke, weil ohne, dass die Ware gut beschafft wird, können wir vorne die Kunden nicht gut betreuen. Und wenn es hier gut läuft, dann ist es immer sehr wichtig. Jetzt fahren wir mit dem Aufzug hoch. Vielen Dank. So. Fahren wir hoch. So. Sind wir auch schon oben. Das ist der Bereich, den sehen die meisten nicht. Und hier ist im Endeffekt das Marketing, die Buchhaltung, ich die ganze Zeit unterwegs. Wir haben hier auch unsere Automaten. Das seht ihr. Hier sind ungefähr 27.000 Medikamente drin. Die sind chaotisch gelagert und es ist wichtig, dass die auch funktionieren. Und da zeige ich euch noch eine Besonderheit. Hier haben wir den Automaten, wo wir das Ganze bestücken. Und wir nehmen dann einmal die Kisten, ja, und schütten die Ware hier mit drauf. Und das Coole ist, die Ware, die fährt dann vor und wird hier in dem Kasten bearbeitet. Da wird es fotografiert, es wird die Charge geprüft, es wird der Verfall geprüft und das ist natürlich relativ wichtig, weil wir genau wissen müssen, ist dieses Medikament
echt, also keine Fälschung, wann verfällt das Medikament, wo kommt es genau her und wann wurde es, sage ich mal, in den Automaten eingescannt. Und das ist in diesem Gerät sozusagen drin. Und ja, ohne das wäre die Arbeit noch ein bisschen mühseliger. Früher wurde es ohne dem das Ganze gemacht, aber das ist heute nicht mehr notwendig. So, genau. Dann brauchen wir natürlich, ganz wichtig, die Buchhaltung. Die Buchhaltung und der ganze Papierkram, der wird hier erledigt. Ja? Hier ist das Büro, wo alles ist. Und man sieht schon, das ist eine ganze Menge Ordner. Das ist aber nur vor einem halben Jahr. Also vor einem halben Jahr, wo die ganzen Sachen aufbewahrt werden. Und wir müssen heutzutage sehr viel dokumentieren. Das ist wahrscheinlich überall so. Aber das ist natürlich eine Geschichte, die ein bisschen mühselig ist. So, ja, das war erstmal der erste Teil von dem, wie die Bärenapotheke aufgebaut ist. Wenn dir das gefallen hat oder wenn du sagst, dich interessiert noch irgendwas, dann schreib mir in die Kommentare. Ich freue mich, von dir zu hören. Macht's gut, euer Frank.